Ich muss schnell zu den Docks, bevor sie fliehen. Ja, machen wir sofort. Willkommen zurück zu Spider-Man. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Wir haben die Störsender von Fisk ausgeschaltet und müssen jetzt zu den Docks. Um nachzuschauen, was für Aktivitäten da Fisk-Männer haben. Und ja. Mal schauen wir mal, was da in den Docks alles so los ist. Kleines Update, 40% laut Spielstand haben wir schon das Spiel durch. Ich. Ja. Waffen. Oh, Waffen. Genug für eine kleine Armee. Was immer die auch damit vorhaben. Nichts Gutes. Nichts Gutes. Na danke. Herausfinden, was die Waffen sollen. Dann find das mal raus. Nee, falsch. Meine Stolpermine. Okay. Dann halt nicht. Hast du nicht. Peter, danke. Ich will die Mission nicht verlassen, aber ich will weg von dem Kerl, damit er mich nicht sieht. Oh. War gar nicht mal so dumm. Da bist du voll drauf reingefallen, das war deine eigene Schuld. So, und jetzt bist du dran. Mr. Fisk ist immer 5 Schritte voraus. Ist er da? Ja, interessant. Leute, wenn es schlecht läuft, brauchen wir alle Feuerkraft der Welt. Meinst du wirklich, dass das klappt? Weißt du, was die Ausweise kosten? Das klappt. Gute Nacht. So. Vielleicht finde ich jetzt ja raus, was läuft. Schön, unbemerkt, Waffen, alles erledigt. Wärteruniformen und falsche Ausweise. Sie wollten tatsächlich Fisk aus dem Raft holen. Interessant. Ah. Sorry, Leute, wird leider nichts mit dem Ausbruch. Ich werde dir das Maul stopfen, für immer. Schalte den aus! Au! So, und du bist dann auch mal leise.
aufpasst! Auf ihn! Mist, mach das weg! So, die auch erledigt. Bisschen orientierungslos, aber. Jetzt übernimmt wohl die New Yorker Polizei. Bei mir ist auch alles in Ordnung. Danke für deine Hilfe mit dem System, Spidey. Ich behalte für immer gerne, dass du es nutzt. Aber wenn du erwischt wirst, weiß ich von nichts. Ja. Ich habe keine Ahnung, wovon sie da reden. Also bis dann. Ich muss jetzt meine Selfies von den Servern löschen. hi. Hey, MJ. Okay, ich habe ein paar Sachen für uns eingekauft. Ich bin gespannt, was du daraus machst. Ich komm dann rüber. Mach dich auf was gefasst. Ja, das freut mich. Ich mag meine Fans. So, und jetzt kommt das Abendessen mit MJ. Mal schauen, wie schlimm das wird. Noch ein verpasster Anruf von Doc. Oh. Peter, ich wollte fragen, ob Sie noch verfügbar sind. Ich kann Sie noch nicht bezahlen, aber ich habe ein paar Beziehungen spielen lassen, die uns weiterhelfen. Ich weiß, wenn wir weitermachen, wird die neue Version des Projekts Investitionen anziehen. Große Investitionen. Seien Sie bereit. Ich drücke die Daumen, Doc. Bereit sind wir immer. Hui. Nein, nein! Peter, herunter! So! Mal ein schönes Abendessen! Und Ablenkung von dem ganzen Verbrecher aufräumen. Klopf, klopf, wer ist da? Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Die Adresse, die du mir gegeben hast? Ich war da. MJ. Ich weiß. Warte. Was ist das? Hör nur zu. Okay. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, dass das nichts Gutes ist, als MJ flüstert? Ich lag richtig. Früher am Tag. Ein Einbruch. Das ist die richtige Adresse. Die Männer sind alle bewaffnet. Ist das hier? Ein nicht so guter Ort für dich, MJ. Was machst du da? Dieses Büro. Vielleicht gibt's da eine Verbindung zu Lee. Ich muss da hinten hin. Hä? Was war das? Welcher Trottel räumt sein Zeug nicht weg? Garantiert happy. Zahlt Martin Lee wirklich den Boss? Hey, Rick! Der Boss will mit dir reden. Kriegsbeste für Lee und Lee finanziert dafür ich den Boss. Ich muss in dieses Büro. Wisch mal besser die Schlacke von der schlampigen Schweißnaht. Wenn der Boss das sieht, ist Was bauen die hier nur? Ist das alles für Lee? Nur Proben. Der Boss arbeitet noch am Rezept. Aber Mann, vorsichtig. Das haut rein. Da drüben. Was war das? Ein Aufschlag. Immer sagte. Hör auf, ruhig. Welches Fahrzeug braucht so große Reifen? Kisten. Ein großes Fahrzeug. Mann, ich hab das Ding noch hier gelassen. Hast du nicht?
Ja. Hey, wer ist hey, jemand einen 316er Steckschlüssel gesehen? Ist das deine neue Gattersäge? Was war das? Der Typ da geht nirgendwo hin. Vielleicht kann ich ihn ablenken. Ist da jemand? Nein. Hey, hat denn inzwischen jemand neues Bier geholt? Moment! Ja, das lief super. Wo soll ich sonst hinlaufen? Ich wusste nirgends wohin. Mann, ich hab das Ding noch hier gelassen. Der Kerl. Hey, jemand einen 316er Steckschlüssel gesehen? Bewegt sich immer, ist ja schön. Hey, ich hab was gehört. Wer ist das? Moment! Ja, das, gut. Ich wusste nicht, dass da Glas liegt. Das sollte ich auch drauf achten. Mir wurde extra der Hinweis gegeben. Mann, ich hab das Ding noch hier gelassen. Ja, das hast du aber. Plötzlich bist du ein anderer, ganz anderer Kerl. Jemand einen 316er Steckschlüssel gesehen? Nein. Der Typ da geht nirgendwo hin. Vielleicht kann ich ihn ablenken. Jemand. Ist das deine neue Gattersäge? Weiß nicht, wo soll ich hin? Muss ich da hoch? Hey, hat denn inzwischen jemand neues Bier geholt? Gehört. Ah. Was ist das? Eine Art militärische Ausrüstung? Sieht so aus. Da ist das Büro und viele Männer sind im Weg. Hey. Warum will der Boss um jeden Preis GPS-Peilsender an allem befestigen? Handelsgeheimnisse. Er will nicht, dass jemand etwas von Grabesstaub erfährt. Trotzdem, paranoid. Wer hat dich gefragt? An die Arbeit. Die Fässer sehen wichtig aus. Alchemax. Kommt mir bekannt. Na, dann gucken wir mal, was da in den Fässern drin ist. Ich will die Gespräche nicht überreden. Das würde ich ein bisschen mehr sagen, aber... Ja, sein, das interessant sein. Was? Hallo? Tombstone. Hast recht, Rick. Merkt er nicht? Weil's nicht da ist. Au. Gott verdammt! Ich sag doch, ich bring's in Ordnung! Mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Du hast echt Eier, Rick. Mal sehen, wie hart die sind. Ah, okay. Wie überaus enttäuschend. MJ, möchtest du nicht nochmal drüber nachdenken, was du hier tust? Ich brauche einen neuen Schweißer. Und Schuhe. Denn so sauber sind die jetzt gerade auch nicht mehr. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen nach diesen verstörenden Bildern. Ah.